und tolle Themen für. Hallo zu einem gemütlichen Nachmittag bei uns. Natürlich haben wir auch heute wieder spannende und tolle Themen für Sie vorbereitet. Unter anderem gehen wir heute Nachmittag eine Runde einkaufen. Und wir fragen praktisch oder nervig, was taugen die neuen Selbstbedienungskassen in den Supermärkten? Außerdem trocken und angespannt, warum unsere Haut jetzt gute Pflege braucht. Und wir haben ein farbenfrohes Spektakel und sind bei der Ausstellung Phoenix de Lumière in Dortmund. Ja, und natürlich gibt es auch heute wieder Leckeres bei uns in der Sendung. Marcel Seeger ist da und hat tolle Rezepte mitgebracht zum Nachbacken. Alles bei Hier und Heute. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, wenn Sie mit dem Auto heute mal wieder unterwegs sind, haben Sie da schon eine neue Karte dabei? Oder noch so einen alten Papierführerschein. Diese Nostalgie, die geht ja so langsam zu Ende. Jahrgang für Jahrgang muss jetzt die alten Lappen abgeben. Ich habe meinen rosafarbenen Führerschein auch gerade aussortiert und verabschiedet. Unser Kollege Ede Wolf, der wollte sich vor dieser Modernisierung noch mal Ihre tollsten Führerscheinfotos anschauen und hat sich da so einige Schätzchen zeigen lassen. Markus, wir gucken uns heute alberne Führerscheinfotos an. Haben Sie noch eins von früher? Oh, ich denke schon. Ja? Moment. FC Remscheid oder was ist das da für ein Schal? Ja, ja. Ja, sicher. Schön rosanen? Ja, Moment. Da war ich noch jung und hübsch. Das ist der Markus mit Schnauz und ein bisschen Fukuhila, zumindest ein Ansatz von 80er-Jahre-Frisur. So in etwa. Ja? Wie sind die Haare heute? Können wir die Kappe abnehmen? Ich hoffe, es sieht nicht so schlimm aus. Gut aus. Was träumen. Ich hatte auch den grauen und den habe ich verloren und dann habe ich den hier gekriegt 1992. Inzwischen habe ich mehr Falten, als das Foto Knickfalten hat. Gefallen. Hier ist WDR aktuell. Mit Rebecca Ferberich. Einen schönen guten Tag und wir müssen uns erstmal entschuldigen, dass wir so spät beginnen. Aber es hat einen Feueralarm im Studio gegeben, unmittelbar bevor die Sendung losgehen sollte. Darum haben wir die Räumlichkeiten gewechselt. Das hat einen Moment gedauert, aber jetzt sind wir so verlässlich und gewöhnlich für Sie da. In Solingen muss